Oh nein, Professor Igitt! Wir haben ihn in der letzten Folge von Luigi's Mansion 3 gesucht und nun mehr oder weniger zufällig gefunden. Denn ich wollte hier eigentlich noch gar nicht rein. Deswegen, Professor, ich komme gleich zurück. Bleiben Sie einfach da, wo Sie sind. Ach so, Sie können sich ja eh nicht bewegen. Ja, dann bis gleich. Ich wollte nämlich eigentlich noch hier runter. Da hat ja das Telefon geläutet. Und da wollte ich eigentlich noch rangehen. Hallo? Wer ist da? Das war, glaube ich, nicht meine Mutter. Das ist beunruhigend. Wie auch immer, den Bereich der Lobby haben wir uns noch nicht in der Gruselvariante angesehen. Ich dachte nämlich ursprünglich, dass es weitergeht, wenn ich ans Telefon gehe. Aber so war es ja nicht. Tja, so ist das eben mit einem Blind-Let's Play. Da wird man hin und wieder mal überrascht. Aber wir haben Glück und können diesen Bereich hier trotzdem noch erkunden. Ich hatte nämlich schon Angst, dass man nicht mehr zurückgehen kann. Aber alles gut. Und wie viele Münzen sind denn da in dieser Couch drin? Aber ohne Scheiß, Leute. Das ist wirklich so. Bestimmt auch bei euch. Als ich damals meine alte Couch entsorgt habe, habe ich auch nochmal, ich glaube, 5, 6 Euro in Münzen gefunden. Das ist der Wahnsinn. Es kann sich also lohnen, einfach mal nachzuschauen. Oder vor allem auch unter der Couch und unter dem Bett. Boah, was ich da schon alles Antikes gefunden habe. Ich glaube, da kann ich zu dieser ZDF-Sendung, wie heißt denn die nochmal? Bares für Rares oder so. Da kann ich locker hingehen und mir ordentlich was für holen. Egal. Da oben ist noch ein Edelstein. Zumindest glaube ich, dass das einer der sammelbaren Edelsteine ist. Da kommen wir aber, denke ich, noch nicht ran, oder? Oh. Aber ich habe irgendwas kaputt gemacht, was noch ein paar Münzen spawnen lässt. An die komme ich aber jetzt ebenfalls nicht ran. Oder kann ich hier einfach rein? Nein. Ah ja, das sind noch Geldscheine. Steckt das in den Ordnern? Ach, Tatsache. Zwischen den Ordnern sind noch einzelne Geldscheine gewesen. Aber ich komme leider wirklich nicht an alle ran. Naja, schade. Will ja auch nicht zu viel Zeit damit verplempern. Man kann nicht jeden Schein mitnehmen. Aber uns geht's monetär gesehen, glaube ich, ganz gut. So, und nun zurück zu Ihnen, Herr Professor. Was ist passiert? Erstmal im Raum umgucken. Aber Professor Igitt ist der Charakter, von dem ich in mysteriöser Sprache gesprochen habe, also den ich nicht spoilern wollte. Er ist ja derjenige, der den Schreckweg erfunden hat und dass er im Spiel vorkommt, war relativ klar. Jetzt bin ich gespannt, ob der Schreckweg, den wir haben, ob das wirklich eine alte Version ist, weil es kommt mir so vor, als sei es der aus Luigi's Mansion 2. Und wenn wir ihn befreien, ob wir dann den neuen bekommen. Oder ob er uns einfach sozusagen neue Funktionen updatet. Weil einiges, was Luigi's Mansion 3 ausmacht, haben wir noch gar nicht. Und das wird sich bestimmt gleich klären. Oh, was haben wir denn hier? Als ob. Das war ein Mechanismus zu einem Geheimgang. Aber vielleicht schaue ich erstmal, ob wir was tun können. Im ersten Moment nicht. Aber wir finden einen Weg. Richtig, Polterpinscher? Okay, geht die Tür auf? Könnte es sein, dass sie verschlossen ist? Ich glaube, ich schaue mir erst einmal die Geheimtür an. Ach so, ja natürlich! Die führt zu dem Edelstein, den wir in der letzten Folge durch das Loch in der Wand gesehen haben. I did it! Oh, ich liebe es, wenn er das sagt. Oder generell alles, was die Charaktere sagen, ist so cute. Charles Martinet ist einfach nur ein Genie. Eine so schöne Stimme. Ich durfte ihn dieses Jahr wieder treffen und sogar Fotos mit ihm machen auf der Zürich Game Show. So ein entspannter Mann. Der liebt seinen Job.
Und das noch in dem hohen Alter, was er alles macht, Alter. Und die ganzen Messen und diese Fannähe. Der saß so unendlich lange bei den Autogrammstunden. Brutal. Einfach nur Respekt an den Mann. Vor allem, er hat mich gefragt, ob wir ein Instagram-Foto machen können. Nicht ich ihn, weil ich weiß nicht, ich bin da so... Ja, schüchtern will ich nicht sagen, aber ich respektiere einfach Leute in der Öffentlichkeit ein bisschen zu sehr manchmal. Dass es für mich... ja, nicht so wirklich in Frage kommt, nach sowas zu fragen. Ich habe mich zum Beispiel auch bei Reggie geärgert. Auf der E3, was war das, 2017 oder 16? Bin ich nicht mehr sicher. Die Geschichte habe ich ja erzählt. Hätte ich eigentlich die Möglichkeit gehabt, als er auf dem Weg zur Toilette war. Ah, wobei, ich hatte ihn da sogar gefragt, genau. Ich hatte ihn da sogar gefragt, ausnahmsweise, aber er hat dann abgelehnt. Da habe ich mich dann doppelt und dreifach geärgert, weil ich mich ja quasi nie traue, sowas zu fragen. Und dann mache ich es und krieg auch noch eine Abweisung. Das war belastend. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er auf die Toilette wollte. Das war das Ding. Ja, ja, genau so war das. Aber normalerweise mache ich sowas nicht. Und das war so eine absolute Ehrenaktion. Dass er einfach mal mich gefragt hat. Da war ich erstmal kurz perplex, so, what? Ehre. Ich sehe schon, der Staubsauger wird im Dauereinsatz sein. Das Geräusch könnte auf Dauer etwas nerven, aber... tja, das ist Luigi's Mansion und wir wollen ja auch alle Secrets finden. Und die meisten findet man halt auch einfach, indem man sie ansaugt. Gut, hier eine Tür. Wir schauen aber erstmal nach rechts. Oh, da ist sogar ein Plan. Ich bin da, wo der Stern ist, oder? Oh. Dieses Brandgefahrzeichen beunruhigt mich ein bisschen. Ui, aber da drüben ist eine Küche. Und was bedeutet das N? Bin ich ganz sicher. Alter, wer wirft denn Goldbarren, Geldscheine und Münzen weg? Also die Abfalleimer in dem Spiel... verstehe ich nicht so ganz. Okay, vielleicht weil die Geister hier, die wohnen, so dermaßen reich sind. Dass denen das egal ist. Und seht mal hier. Da sind die Masken, die die Hotelpagen in der ersten Folge getragen haben. Das hat man ja recht deutlich gesehen, dass das Masken waren. Zelda Majora's Mask lässt grüßen. Und das hier scheint sowas wie der Schminkraum zu sein. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Werden die Namen der Räume eingeblendet? Zumindest war es so in den anderen Luigi's Mansion Teilen. Hier ist einfach mal ein Geldsack. Ja, lol. Aber richtig viel. Hat sich gelohnt. Da sind die... Kleidungsstücke, die Pagen-Ausrüstungsteile. Wir machen einfach mal alles kaputt. Hier und da ist noch ein Geldschein drin gewesen. Dann ein sehr wertvoller Pelzmantel. Oh, dahinter ein Tresor. Perfekt, den können wir ja mit dem Strohblitz aufmachen. Und was haben wir da? Oh, geil! Den zweiten Edelstein dieser Etage. Kann es sein, dass sie die Edelsteinanzahl erhöht haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den Demos noch 5 pro Etage waren. Jetzt sind es 6. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Richtig verstaubt. Ich finde es auch lustig, was da teilweise alles rausfällt für Gegenstände. Die Detailarbeit in dem Spiel ist so mega. Oh, apropos. Im Spiegel sieht man noch einen Tresor. Oder was ist das? Nee, das ist so ein... ja, ja, genau. So ein Stromkasten. Ah, und dafür gibt es einen Schlüssel. Das war also sogar notwendig zu lösen. Diese großen goldenen Schlüssel sind also quasi die Hauptschlüssel, mit denen wir neue Räume öffnen können, oder? Gut. Wir haben ja so einen schon in der Lobby gefunden. Ich dachte aber, das wäre einfach so ein besonderer Key gewesen. Und normalerweise sind die ein bisschen kleiner in den Luigi's Mansion Teilen. Hat man hier wohl geändert. Gut, die sollen halt auch so ein klein wenig aussehen wie... ja, wo ist denn dieser Mülleimer? Bin ich blind? Ich sehe den nicht.
Moment mal. Entweder hat Nintendo hier einen Fehler gemacht. Doch, haben sie tatsächlich. Ich kann hier sogar durchlaufen. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob es bewusst so ist, aber dieser Mülleimer, den wir hier im Spiegel sehen, der ist eigentlich gar nicht da. Könnte ein Feature sein, weil ich meine, wir spielen hier ein halbes Horror-Game. Aber andererseits könnte es auch ein Fehler gewesen sein. Hier ist sogar noch... Okay, ich glaube, es ist bewusst. Es ist bewusst. Hier ist eine Truhe, die ich im Spiegel sehe, die aber in der Realität nicht da ist. Okay. Ich glaube, wir sollten uns den Raum mal merken. Ich kann mir denken, wie... Was zur Hölle? Was macht ihr da? Die hängen einfach mal Wanted Pictures auf. Nicht mit mir. Ihr kriegt mich nicht. Aber ich kriege euch. Das ist so geil gemacht. Man wird einfach regelmäßig von dem Spiel überrascht. So, das nehmen wir jetzt aber alles wieder ab von den Wänden, ja? Entschuldigung, Next Level Games, dass ich erstmal dachte, das sei ein Bug gewesen mit der Mülltonne. Aber ich glaube, das hat schon Hand und Fuß. Wir sollten uns das merken. Auch im Kellerbereich gab es ja einige Dinge, die wir noch nicht bekommen konnten. So, und die Tür ist bestimmt abgesperrt gewesen, oder? Kann ich das nicht irgendwo sehen? Die einzige Map, die ich habe, war halt hinten, aber da war das nicht eingezeichnet. Der Hund ist halt in den Raum gegangen. Ich glaube, er will mir auch ganz klar und deutlich sagen, dass ich zurückkommen soll. Mache ich gleich. Aber siehst du, man wird auch belohnt. Für die Arbeit, die man hier macht. Ja, gucken wir mal hinein. Okay, es ist immer dieselbe Animation, also werde ich sie ab dem nächsten Mal skippen. Aber diesmal lassen wir sie noch sichtbar. Okay, was verbirgt sich denn hier unter diesem Tuch? Mäuse und Pakete! Verschlammte Pakete von DHL! Hundi, bitte erschreck mich doch nicht so. Es ist schon gruselig genug. Habe ich die eine Kiste gerade kaputt gemacht? Tatsächlich. Huch! Oh, Money, 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 jede Menge Money auf dem Sessel. Hat wohl ein Opa vergessen, ein reicher Opa. Und hier hinten ist sein Erspartes in der Truhe. Noch mehr Scheinchen, ein Goldbarren, ein paar Münzen. So, aber jetzt wollen wir den Polterpinscher nicht warten lassen. Der bittet mich darum, das zu öffnen. Was hast du denn gefunden, mein Lieber? Was ist das? Aha! Hoho! Yeah! Let's do it! Tada! Oh! Oh yeah! Ah, so ist das! Das ist die Fähigkeit, von der ich gesprochen habe. Damit können wir, glaube ich, auch die Truhe und die Box erscheinen lassen. Ich dachte, wir bekommen das von dem Professor, aber no. Wir finden es in diesem Tresor. Ja, und damit können wir einige Dinge materialisieren. Oh, das ist eine Goldspinne, das ist eine Goldspinne. Die hat Vorrang. Nein, komm her. Warum hat das Einsaugen nicht geklappt? Doch jetzt. Boah. Man muss ein bisschen stehen bleiben. Sie wehrt sich. Letzten Endes sind wir aber stärker gewesen. Ja, mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ich hoffe, das bekommt noch einen Namen. Mit diesen Energiestrahlen können wir einige Dinge materialisieren und erscheinen lassen. So bekommen wir zum Beispiel auch den einen Edelstein im Kellerbereich. Das war mir direkt klar. Müssen wir später noch holen. Moment mal. Warum brennen denn die Kerzen da oben? Was ist das für ein Sparschwein? Die brennenden Kerzen finde ich ein bisschen seltsam, weil da ja eigentlich ein Tuch drüber lag gerade. Das hätte doch eigentlich brennen müssen, oder nicht? Zumindest, wenn wir es logisch betrachten wollen.
Aber was ist in Nintendo Games schon logisch? Ah, hab ich mir doch gedacht, dass da oben noch was ist. Sah gleich so auffällig aus. Kann ich vielleicht noch mehr Bilder in irgendwas Reales verwandeln? Nee. Okay. Gerade ist bei mir noch die Bewegungssteuerung an. Ich glaube, die werde ich deaktivieren. Ich kann nämlich hier durch Neigen des Controllers den Strahl und den Sauger verändern. Aber das will ich eigentlich nicht. Drüben ist noch ein Nebenraum, aber da gab es keine Tür, oder? Das heißt, man kommt da wieder durch einen Geheimgang hin. Oder wie ist das? Ja. Eine schwarze Spinne. Oh. Ich glaube, das ist die von Mario. Oder war die rot? Ich weiß es nicht mehr. Aber bei Marios Zimmer, ich glaube, das war so eine ähnliche Spinne. Gut, mehr ist hier nicht. Schauen wir mal nach. Doch! Eine Truhe. Top Secret versteckt. Oh ja, stimmt. Manchmal muss man diese Energiekugeln aufsammeln. Kennen wir aus der Ritter-Demo. Der allerersten Demo von Luigi's Mansion 3. Oh, ne. Dann kann man mit solchen Secrets richtig abkassieren. Geil. Schönes Secret. Also es kann sich auf jeden Fall lohnen, hin und wieder mal diesen Energiestrahl zu benutzen. Und ja, nach Secrets zu suchen. Hey, das sind sogar Fußspuren. Ist das vom Polterpinscher? Oder was genau ist das? Was zur Hölle? Ach nee, ich glaube, die Fußspuren sollen nur auf diese... Ah ja, auf den Geheimgang hinweisen. Aber den haben wir ja auch schon so gesehen. Alright. Da ist er, der Polti. Okay, der geht wieder zurück. Klar, weil wir können so natürlich auch Professor Igitt befreien. Aber Moment. Moment. Hier ist noch eine Truhe. Wir sind Profis. Ne, im Ernst? Das sind Herzen? Was zur Hölle? Also sollte man diesen Raum eigentlich erst später machen, oder was? Aber hier hat man doch den Schlüssel für den anderen Raum bekommen. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Naja, das ist ein bisschen enttäuschend, aber dafür war die andere Truhe ja richtig geil. Wir können es verschmerzen, glaube ich. Habe ich denn ansonsten alles? Nein, habe ich nicht. Was bringt denn der Stuhl? Oder vielleicht spawnt noch etwas, wenn wir alle... Ein Geldgeist! Okay, der muss auf jeden Fall besiegt werden. Weil die spawnen am meisten Kohle. Ihr kennt sie aus Luigi's Mansion 1. Darf auf keinen Fall entkommen. Oh Gott, was ein Chaos. Der Goldbarren verschwindet gleich. Oh no. Einsammeln, 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 einsammeln. Und jetzt zuschlagen, schnell. Er darf nicht flüchten, er darf nicht flüchten, er darf nicht flüchten. Oh! Okay, ich denke mal, das Wichtigste haben wir. Oh. Alter. Richtig am Eskalieren der Part bisher. Aber läuft gut. Echte. Was war denn da rechts jetzt eigentlich noch? Die Tür zu? Aua. Da kommen wir nicht durch, weil alles so verwüstet ist. Was ist denn los? Er schnüffelt. Oh, was war das? Hä? Soll das einfach nur anzeigen, dass er da durchgegangen ist? Oder? Okay. Ja, doch, das soll einfach nur anzeigen, wo der Hund durchgesprungen ist, damit man ihn wiederfindet. Alles klar. So, nun zum Professor. Doch, Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen.
Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier rausbringen. Wir wollen hier selber raus. Glaub mir. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. Mario. Was sagst du da? Dein Urlaubsbegleiter? Und deine Freunde sind allesamt in Bilder gebannt worden? Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es mit dir ja nicht. Also gut. Ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Immanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hat er Angst um seinen Sportwagen oder was? Hey, der neue Schreckweg Flu, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Ach so, okay, ich verstehe. Und wir haben doch schon die neueste Version, alles klar. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. So ist das also. Okay, das ergibt Sinn. Auf dem Weg zur Tiefgarage werden wir es wahrscheinlich wieder mit Geistern zu tun bekommen. Ich bezweifle jedenfalls, dass die mich einfach so gehen lassen. Aber, auch wir können auf dem Weg nach unten ja noch einige Dinge finden. Och nee, selbst hier sind wieder diese Plakate. Hey, Luigi! Sieh dir das da drüben mal an! Der Aufzug. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Na, Moment mal. Nicht so schnell. Ich will auf jeden Fall versuchen, da unten bei dem Telefon an den Kristall ranzukommen. Andererseits, selbst wenn ich ihn erscheinen lassen kann, ich kann ihn ja nicht einsammeln, oder? Er lässt mich nicht. Okay. Luigi, ich sagte doch, da drüben ist der Aufzug. Ja. Okay. Dann machen wir das später. Warte, was ist hier mit? Darf ich da auch noch nicht rein? Nee. Sehr schön, diese leichten Luigi's Mansion 1-Theme-Ansätze in der Musik gerade. Okay. Wir haben uns ordentlich gegönnt. Hier ist nichts mehr. Dann nichts wie runter. Moment, wie kriechen das Ding hier weg? Ah ja. Vergesse ich immer. Luigi, sieh mal, das Geld, und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man das trotz aller Gefahren nicht einfach ignorieren sollte. Klar. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein, ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp dir so viel du kannst. Mach ich, glaub mir. Ich habe jetzt schon fast 5000. Aber ich habe das Gefühl, ich habe einige dieser Mülltonnen, die am Boden liegen, ignoriert, weil ich dann, weil ich da noch nicht genau wusste, dass man immer diese Stampfattacke machen muss. Ich glaube, drüben in dem Gang war noch so ein Ding, ne? Naja, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal hin. Dann holen wir das einfach nach. So, Professor. Let's go. Was zum... Da hat jemand alle Aufzugknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir uns wohl auch später noch widmen. Jetzt drück erstmal Aufzugknopf B1. Das könnte auch eine Falle sein, aber... Auf Ihre Verantwortung. Es hatte nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts, wir werden die Aufzugknöpfe benötigen. Das dachte ich mir schon fast. So, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Ich habe im Schnitt gesehen, dass ich da oben noch was vergessen hatte.
Goldbarren nämlich. Was in dem Raum da rechts war, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber holen wir zuerst die Goldbarren. Genau, die liegen hier. Keine Ahnung, wieso ich die übersehen habe, aber... Huch! Ja, das findest du witzig. Ich eher weniger. Ich habe es aber im Schnitt von Part 2 gesehen, lul. Oh nice, diese Schatteneffekte. Seht mal hier. Generell hat Luigi's Mansion 3, würde ich mal sagen, die besten Lighting-Verhältnisse von allen Switch-Games bisher. Ah ja, hier ist der eine Edelstein, den wir uns jetzt gönnen können. Cool. Got it. Schauen wir noch die anderen Bereiche an. Ah, hier, guck mal, da ist auch noch so ein Mülleimer. Na gut. Eine Münze ist jetzt ein bisschen schwach, aber besser als nichts. Da er mich bestimmt die anderen Räume nicht erkunden lässt, gehen wir erstmal in den Area 51-Raum.